Admiral Dönitz legte großen Wert darauf, dass jeder U-Boot-Kommandant nach einer Feindfahrt ihm persönlich Bericht erstattete. Das tat im Herbst 1942 auch Korvettenkapitän Reinhard Teddy Suhren von U-564. Suhren erzählte von einem durch Nachlässigkeit verursachten Brand an Bord, just als das Boot von gegnerischen Korvetten überlaufen wurde. Gerade als die Gefahr im Abklingen war, hatte der Obersteuermann seinem Herzen Luft gemacht und klar und deutlich gerufen, sodass man es in der Stille im ganzen Boot verstehen konnte. »Es ist so dunkel hier wie in einem Bärenarsch!« Doch anders als auf dem U-Boot lösten diese drastischen Worte beim Befehlshaber der U-Boote in Paris keine befreiende Heiterkeit aus. Admiral Dönitz, der den kleinen Suhren selbst im Sitz noch überragte, sah ihn schräg von oben herunter an und bemerkte: »So, ist es da so dunkel?« Dönitz mochte solche flapsigen Sprüche nicht, das wusste auch Suhren, doch er forderte das Schicksal immer wieder gerne heraus.